Herzlich willkommen an alle, die sich digital zugeschaltet haben und auch an alle, die ich leider gerade nicht sehen kann, aber die in Koblenz vor Ort sitzen. Ich freue mich, dass so ein reges Interesse an der Veranstaltung besteht. Und zwar an der Veranstaltung Öffentlicher Luxus, damit die Zukunft wieder zur Verheißung wird. Ein Gespräch und eine Buchpräsentation. Wir haben heute ein bisschen lustiges Format. Ich bin als Moderation digital dazu geschaltet. Lemon und Vincent sind präsentisch in Koblenz. Es ist alles ein bisschen durcheinander gemixt. Das kommt daher, dass der Bahnstreik ist und das Ding ist für mich nicht möglich war, nach Koblenz zu fahren. Das ist ein bisschen schade. Aber wir machen das Beste draus und ich freue mich sehr auf den Austausch heute Abend. Warum ich mich auch besonders darauf freue, ist, weil die Themen, die im Buch verhandelt werden, also Fragen einer demokratischen Gewirtschaft, einer gesellschaftlichen Transformation und welche Bündnisse es dafür braucht, aber auch die Frage nach ermutigend und verbindender Erzählung, all das sind doch immer wieder Themen, die wir bei uns an der Hochschule diskutieren, besprechen, wo wir Antworten nachsuchen. Das machen wir in Seminaren, das weiß ich selber und von Kolleginnen in der Lehre. Und das weiß ich natürlich auch daher, da Comunia, wenn ich mich nicht täusche, jetzt zum dritten Mal für einen Lehrauftrag in Koblenz war. Genau, und daher weiß ich das natürlich auch, weil ihr hier auch die Inhalte an der Hochschule mitgestaltet, was ich ganz, ganz klasse finde. Und ich freue mich auch noch mal mehr, heute den Abend mit Lemon und Vincent zu verbringen, weil wir uns noch aus Studienzeiten kennen. Wir haben gemeinsam den Master, damals noch an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues studiert. Und Vincent kenne ich auch gut noch aus der Zeit danach und aus der Orga für die Vergesellschaftungskonferenz 2022. Dann würde ich direkt überleiten zur Vorstellung. Lemon Bunhiel benutzt das Pronomen Nin, hat Philosophie und politische Ökonomie in Berlin und Koblenz bzw. damals noch Bernkastel-Kues studiert. Lemon ist Gründungsmitglied von Comunia, ist bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aktiv und hat 2022 die Konferenz Vergesellschaftung, Strategien für eine demokratische Wirtschaft in Berlin mitorganisiert. Lemon forscht zum Verhältnis von Staat und sozialen Bewegungen und arbeitet an Vergesellschaftungsperspektiven für die Bereiche Energiewende und Wohnen. Neben Lemon sitzt Vincent Jans. Vincent benutzt das Pronomen er. Er ist ebenfalls Mitbegründer von Comunia, engagiert sich dort für eine demokratische Wirtschaft, Vergesellschaftung und öffentlichen Luxus. Er war Projektkoordinator für die Vergesellschaftungskonferenz 2022, über die wir gerade schon geredet haben und die in Berlin stattfand. Und ist ebenfalls Teil der zweiten Vergesellschaftungskonferenz, die im März in Berlin stattfinden wird. Er hat in Maastricht, Wien und an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung studiert, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar Sozial- und Politikwissenschaften sowie politische Ökonomie. Ja, schön, dass auch du da bist. Ich freue mich auch sehr. Noch kurz zu mir. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, jetzt mittlerweile schon seit 2,5 Jahren. Und habe mit Lemon und Vincent, wie gesagt, auch an der Hochschule studiert. Das heißt, ich kenne die jetzt schon eine ganze Weile und aus unterschiedlichsten Perspektiven. Bin dort stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte in der Lehre aktiv und habe unterschiedliche Themenschwerpunkte, wozu feministische Ökonomie gehört und gesellschaftliche Naturverhältnisse. So, nach all dem der Vorbesprechung, und jetzt wissen, glaube ich, alle Bescheid, wer hier sitzt und wer wir sind, würde ich direkt in die Inhalte reinstarten. Und zwar seid ihr beide, wie wir gerade schon gehört haben, Gründungsmitglieder von Comunia. Was ist Comunia und was wolltet ihr, beziehungsweise was wollt ihr mit der Gründung von Comunia erreichen? Yes, ich kann mal anfangen und Lemon ergänzt gerne. Comunia ist ein Think Tank. Wir haben uns 2020 gegründet und bestehen momentan aus 7 aktiven mitarbeitenden Menschen. Und Comunia entwickelt Strategien für eine demokratische Wirtschaft, Vergesellschaftung und öffentlichen Luxus. Wir haben uns so ein bisschen daraus oder vor dem Impuls her gegründet, dass wir so mehr oder weniger nach Ende vom Studium hier überlegt hatten, dass es in Deutschland vielleicht auch einen Akteur braucht, der soziale Bewegungen wie zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen, von denen wir damals sehr beeindruckt waren und wo Lemon zum Beispiel auch zu der Zeit aktiv war,
dass wir Bewegungen wie diese sozusagen auch von außen unterstützen könnten, indem wir ja Konzepte und Modelle entwickeln, die sozusagen und diese in Bewegung reintragen. So entstand zum Beispiel auch die Kooperation mit RWE und Co-Enteignern, zu der wir vielleicht später auch nochmal kommen werden. Und dann hatten wir die Vergesellschaftungskonferenz sozusagen als erstes großes Event organisiert, wo wir diese Frage zum ersten Mal groß aufgemacht haben, von wegen, wie kann Vergesellschaftung, wie das die Initiative Deutsche Wohnen und Co-Enteignen in Bezug auf den Wohnsektor in Berlin gerade ganz aktiv diese Frage stellt, wie können wir diese Frage auch in andere wirtschaftliche Bereiche tragen? Weil das für uns sozusagen der erste oder der Schritt wäre in Richtung einer demokratischen Wirtschaft, wie wir sie uns bei Comunia so vorstellen. Und genau, öffentlicher Luxus ist sozusagen auch dann ein Teilaspekt davon, aber betont vielleicht auch nochmal Richtungen, die wir hingehen wollen. Ich glaube, so viel dazu. Magst du noch was sagen? Nee, ich glaube, also es ist jetzt schon deutlich geworden, dass wir eine große Konferenz gemacht haben und noch eine zweite in Kürze folgt. Das Buch ist unsere erste größere Veröffentlichung, die wir gemeinsam mit der Bund Jugend, also BUND Jugend, gemacht haben. Und ich freue mich, das jetzt heute zu diskutieren. Viel mehr würde ich, glaube ich, nicht hinzufügen. Du hattest jetzt das Buch schon angesprochen. Hier hätte mich auch interessiert, wie seid ihr auf die Idee zu dem Buch gekommen und dazu, wie es jetzt aufgebaut ist mit den Beiträgen, die da drin sind? Die Idee zu dem Buch kam daher, dass Vincent gerne englischsprachige YouTube-Videos guckt, glaube ich, und da unter anderem ganz viel von Georges Monbiot geguckt hat und diesen Begriff immer wieder bei uns eingestreut hat, und wir den zunehmend spannend fanden und das Gefühl hatten, der hat eine oder kann eine Strahlkraft entwickeln und verbindet auf eine widersprüchliche Weise zwei Begriffe, die so für uns auch erstmal ungewohnt waren. Das hat teilweise Skepsis und teilweise Begeisterung ausgelöst. Das ist auch in der Reaktion auf das Buch jetzt der Fall und hat uns aber dazu motiviert zu sagen, wir wollen das ausprobieren und sehen, ob dieser Begriff bei anderen Menschen was Ähnliches auslöst und damit irgendwie interessante und zukunftsweisende Diskussionen irgendwie anstoßen kann. Und ich glaube, was er für uns auch bedeutet hat und was die Hoffnung für uns ist, diesen mit einer Erzählung zu füllen, war, dass uns so scheint, dass es momentan keine oder wenig Erzählungen gibt, wie eine Zukunft aussehen kann, auf die wir uns freuen können und für die wir kämpfen wollen, sondern vor allem Verzichtsdiskurse und Diskurse der Abwehr vorherrschen. Und deswegen schien uns dieser Begriff genau richtig, um eine Erzählung zu beginnen und auch zu öffnen und mit anderen darüber zu diskutieren, wie könnte eine Zukunft aussehen, für die wir kämpfen wollen. Deswegen ist das Buch auch ein Sammelband geworden. Vinny sagt gleich nochmal was zu den einzelnen Beiträgen, weil wir nicht alleine festlegen wollten oder nicht sozusagen das Gefühl hatten, wir können jetzt das komplett ausmalen, dieses Bild, sondern wir wollen sozusagen anfangen, einen Punkt zu setzen und gleichzeitig auch einladen, dieses Bild mit uns gemeinsam zu malen. Genau, und ich glaube, Lukas und mir, also Lukas ebenfalls bei Comunia, wir haben zusammen sozusagen das Projekt vom Buch mit der Bund Jugend zusammen durchgeführt. Uns ist dann sehr schnell klar geworden, dass diese Frage von öffentlichen Luxus, was bedeutet das überhaupt, wie sieht das konkret aus, ja, ganz große Auswirkungen haben könnte auf viele verschiedene Bereiche, je nachdem, wo man es stellt. Und deswegen war es uns total wichtig, halt auch Perspektiven von anderen wirtschaftlichen Bereichen, in denen wir jetzt sozusagen persönlich nicht so aktiv sind oder so die Expertise drin haben, da auch zu Wort kommen zu lassen. Es ist ein Kapitel zum Beispiel von Anne Klingenmeier und Gesine Langlotz, die die Frage stellen, wie öffentlicher Luxus eigentlich in Bezug auf die Landwirtschaft und unseren Ernährungssystemen gestellt werden kann, was öffentlicher Luxus für Gewerkschaften und eigentlich ja eine gute Arbeit für alle bedeutet. Simin Djewabré hat einen ganz spannenden Kapitel geschrieben, wo es darum geht, wie eigentlich urbane, aber auch generell gesellschaftliche Räume sozusagen an sich schon irgendwie prägend sind und wie sozusagen das auch mit einbezogen werden muss, wenn wir die Frage von öffentlichem Luxus stellen.
Also wie Räume an sich auch sozusagen eine Wirkung haben können, und wie öffentlicher Luxus das wiederum in ein anderes Licht stellt, auch in Bezug auf ja, ganz viele verschiedene Faktoren. Genau, Bund Jugend hat zu Klimagerechtigkeit und öffentlichem Luxus geschrieben und Barbara Fried und Alex Wischnewski noch zu feministisch vergesellschaften, was bedeutet öffentlicher Luxus eigentlich für unsere ja, gesellschaftliche Gesundheitssysteme und wie wir für und miteinander sorgen könnten. Ich glaube, das sind jetzt auch einfach nur Blitzlichter aus verschiedenen irgendwie Bereichen. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere, wo diese Frage ganz produktiv gestellt werden könnte. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auch noch zu hören, wie öffentlicher Luxus auch noch in anderen Bereichen aussehen könnte. Vielen Dank. Und tatsächlich sind ja alle diese Beiträge unfassbar lesenswert. Was da auch noch drin ist für alle Personen, die jetzt vielleicht das Inhaltsverzeichnis nicht vor Augen haben, es startet mit einem Beitrag von Nancy Fraser, der auch sehr interessant ist. Und ihr habt tatsächlich ja auch Georges Monbiot für einen Beitrag gewinnen können. Also so die Person, die euch zu diesem Titel, zu diesem Konzept inspiriert hat. Und das Buch schließt mit einem unfassbar schönen Kapitel von Eva von Redeker zu unverzichtbarer Fülle, wo nochmal ganz lebendig gezeichnet wird, wie das eigentlich, wie so eine Welt in öffentlichem Luxus aussehen könnte und sich auch anfühlen könnte. Wir haben eigentlich vorgehabt, das so heute Abend eine richtig schöne Lesung, als richtig schöne Lesung zu gestalten. Und uns Zeit zu nehmen für einzelne Textabschnitte, die da noch ein bisschen länger sein können. Und haben das Konzept jetzt aber in Anbetracht der Hybridität umgestaltet. Das heißt, wir haben ein, ja, sagt man so. wir starten mit einem bisschen längeren Beitrag, den Lemon vorlesen wird. Und dann gibt es noch drei kürzere. Und alle diese Beiträge sind auch aus eurem, also alle diese Ausschnitte sind auch aus eurem Beitrag, aus dem Beitrag von Comunia, öffentlicher Luxus, eine verheißungsvolle Zukunft. Und damit würde ich direkt überleiten an Lemon und du wirst jetzt den ersten Ausschnitt lesen. Ja, danke. Ich darf den Anfang von unserem Text lesen. Das ist sozusagen der zweite Text in dem Buch und der, den wir geschrieben haben, in dem wir versucht haben, unser Verständnis und einen Überblick darüber zu geben, was wir unter öffentlichem Luxus verstehen und damit sozusagen auch das Buch einzuleiten. Ich mache das jetzt das erste Mal mit Mikro, deswegen bin ich gespannt, ob das hier mit Umblättern gut funktioniert, aber ihr müsst es mir nachsehen, wenn ich dann kurz Pause machen muss. Öffentlicher Luxus, eine verheißungsvolle Zukunft. Die Klimakrise ist am Durchdrehen. Ohne Unterlass prasseln die Nachrichten auf uns ein, die eines klar machen. Ohne dass sich schnell alles ändert, ist die Erderwärmung nicht auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ein Kipppunkt nach dem anderen wird in den nächsten Jahren überschritten, teils geschieht es schon. Alles geht schneller als gedacht. Inzwischen ist nicht mehr die Frage, ob sich die Klimakrise noch verhindern lässt, sondern wie schlimm sie für wen und wo werden wird und ob und wie eine Eindämmung gelingen kann. Während Regierungen und Unternehmen damit beschäftigt sind, ihre Klimaziele zu verschieben oder ihre Bilanzen grün zu färben, weil sie sogar ihre selbstgesetzten Ziele Jahr für Jahr verfehlen, bemühen sich andere angesichts der dramatischen Situation um echte Veränderungen, ambitioniertere Ziele und fordern entschlossenere Maßnahmen, die notwendig sind, um diese zu erreichen. Gegen die Gewinnung und Nutzung fossiler Energien wird rund und im Globus protestiert. Auch bei uns, besonders eindrücklich Anfang 2023 im Rheinland, gegen die Zerstörung des kleinen Dorfes Lützerath und den Abbau der Kohle darunter. In Berlin, Deutschlands Hauptstadt der direkten Demokratie, versuchten Aktivistinnen, die Regierung qua Volksentscheid zu ambitionierteren Klimazielen zu verpflichten. Statt 2045 sollte Berlin schon 2030 klimaneutral werden. Angesichts der Dynamik der Klimakrise eigentlich eine Forderung, die keine größeren Kontroversen auslösen dürfte. Dennoch erreichte die Initiative nur knapp die nötige Zahl der Unterschriften, um als Volksentscheid überhaupt zugelassen zu werden. Noch mehr irritierte dann das Abstimmungsergebnis im März 2023. Der Volksentscheid
scheiterte zwar daran, dass nicht genug dass gemessen an der Zahl der Abstimmungsberechtigten nicht genug Ja-Stimmen abgegeben wurden und nicht daran, dass eine Mehrheit dagegen gestimmt hätte. Dennoch war erstaunlich, dass sich fast die Hälfte der Abstimmten gegen den Volksentscheid aussprach, in den Außenbezirken sogar die Mehrheit. Fast eine halbe Be Million BerlinerInnen haben, obwohl der Termin nicht mit einer Bundestags- oder Landtagswahl zusammenfiel, den Weg ins Wahllokal auf sich genommen, um gegen mehr Klimaschutz zu stimmen. Noch interessanter wird das Ergebnis, wenn man es mit dem Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne, initiiert von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, 1,5 Jahre zuvor vergleicht. Eine überwiegende Mehrheit der BerlinerInnen in Innen- und Außenbezirken stimmte damals für die Vergesellschaftung. Wenn Klimaschutz dank sozialer Bewegungen in den letzten Jahren in Deutschland fast zur Konsensposition im politischen Diskurs geworden ist, auch wenn dem bislang selten entsprechende Taten folgten und vor kurzem noch Millionen dem Ruf von Fridays for Future auf die Straßen gefolgt waren, war Vergesellschaftung oder gar Enteignung bis vor wenigen Jahren noch ein Wort, das in der Öffentlichkeit kaum jemand in den Mund zu nehmen gewagt hatte. Wieso stimmten dann so viele gegen den Klimavolksentscheid? Wieso war eine deutlich breitere Mehrheit für Vergesellschaftung? Es ist doch im Interesse aller, dass Klimaneutralität so schnell wie möglich erreicht wird, heißt es oft. Vielleicht haben viele Menschen, aber ihre kurzfristigen materiellen Interessen eher im Blick. Und die Menschen, die gegen den Klimavolksentscheid gestimmt haben, wissen, dass eine ökologische Transformation aktuell auf ihre Kosten gehen würde, weil sie nicht zugleich eine soziale wäre. Bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden etwa merken viele schon lange, dass die Kosten für klimafreundliches Heizen nicht von den VermieterInnen getragen werden, sondern zulasten der MieterInnen gehen, die ohnehin schon mit immer steigenden Mieten zu kämpfen haben. Sie haben erfahren, dass viele VermieterInnen die Möglichkeit zur Umlage der Modernisierungskosten auf die BewohnerInnen dazu nutzen, auch völlig unnötige Modernisierungsmaßnahmen vorzunehmen, nur um danach die Mieten erhöhen zu können. Dagegen wehren sich viele, vielerorts zu Recht. Vielen Menschen ist bewusst, dass nicht die Reichen bezahlen werden, wenn es um die Kosten für den Umbau hin zu Klimaneutralität geht. Eher wird Haushalten der Strom abgestellt, im Sommer das Wasser rationiert oder das öffentliche Schwimmbad wegen der Gaskrise nicht mehr beheizt, als dass Reiche auf ihre Privatflieger oder Pools verzichten müssten, Golfplätze nicht mehr bewässert werden oder die Produktion unnötiger SUVs gedrosselt wird. Solange soziale und ökologische Interessen gegeneinander stehen, ist es nicht verwunderlich, dass die Motivation für einen schnelleren Umbau hin zu Klimaneutralität bei vielen Menschen gering ist. Der Klimavolksentscheid in Berlin hat sich nur auf die Klimaziele fokussiert. Die sozialen Fragen, die damit verbunden sind, wurden kaum adressiert. Bei dem Volksentscheid zur Vergesellschaftung ging es dagegen um etwas, das ganz nah an den alltäglichen ökonomischen Sorgen der Menschen ansetzt. Den Reichen etwas wegzunehmen und unabhängig vom Willen der Konzerne eine bezahlbare Wohnraumversorgung sicherzustellen. Wenn Klimaschutz vor allem Verzicht bedeutet, gibt es bei vielen, die sowieso schon nicht mehr viel haben, keinen Grund, für diesen zu kämpfen. Es ist klar, dass eine ökologische Transformation ohne Verluste nicht geben wird, sondern sie mit Verteilungsfragen verbunden sein wird. Wer bezahlt wofür? Was wird verboten, was bleibt erlaubt? Werden grüne Technologien so eingesetzt, dass sie für alle nutzbar sind? Oder bleiben sie einigen wenigen vorbehalten, die es sich leisten können? Die Idee des grünen Kapitalismus, der ökologisch unproblematischen Reichtum für alle bereitstellt, verfängt nicht. Aber auch eine politische Alternative, die Klimaschutz und ökonomische Umverteilung glaubhaft verbinden würde, fehlt. Dieses Fehlen treibt viele Menschen in die Arme rechter Parteien, die weiterhin der fossilen Vergangenheit anhängen und bei denen sie zumindest hoffen können, dass sich möglichst wenig verändert, solange sie die Augen vor der Zukunft verschließen. Was hat Politik uns auf einem sterbenden Planeten noch anzubieten? Von wem erwarten wir Einsatz für eine Zukunft,
wenn die Vergangenheit als die verheißungsvollere Alternative erscheint. Wenn Zukunft nur bedeutet, dass entweder alles schwieriger wird, weil ich mein Auto nicht mehr fahren kann, aber kein öffentliches Verkehrssystem zur Verfügung steht, das gut genug ist, oder dass alles schwieriger wird, weil ich zwar noch Auto fahren darf, dafür im Sommer aber das Wasser knapp wird, wenn ich nur noch hoffen kann, dass sich vielleicht noch so manches kleines soziales Zugeständnis erkämpfen lässt, dass das Geld am Ende des Monats gerade so reicht, dass bloß noch wenige Jahre in verhältnismäßig materieller Sicherheit auch im globalen Norden bleiben, dann hat Zukunft ihre Verheißung verloren. Was uns fehlt, ist eine Vision von Zukunft, in der wir leben wollen. Was uns fehlt, ist ein politisches Projekt, das uns abholt und begeistert. Begeistert für eine große gesellschaftliche Veränderung, nicht nur, damit es nicht schlimmer wird, sondern weil es etwas zu gewinnen gibt. Eine solche Zukunft ist möglich, wenn wir unsere begrenzten Ressourcen nicht mehr in SUVs, Privatjets, Luxusneubauten stecken, sondern in Care-Zentren, lebenswerte Innenstädte und bedingungslose Grundversorgung mit essentiellen Gütern investieren. Wenn wir öffentlichen Luxus statt privaten Überfluss schaffen, dann würde die Transformation für die allermeisten nicht Verzicht, sondern ein Mehr an ökonomischer Sicherheit, Zeit und Freiheit bedeuten. Was uns fehlt, ist eine Perspektive, die Lust, die Hoffnung macht, dass Zukunft nicht nur anders, ökologisch wird, sondern auch besser, freier, gerechter und schöner. Ja, vielen Dank für diesen ersten längeren Beitrag. Für mich sind da ganz, ganz viele starke Momente drin, die ihr hier schon anreißt. Und auch gerade beim Vorlesen war dieser Satz für mich nochmal so einprägsam. Von wem erwarten wir Einsatz für eine Zukunft, wenn die Vergangenheit als die verheißungsvollere Alternative erscheint? Also wie, und das macht ihr gerade am Ende auf, wie schaffen wir es, eine Zukunft zu zeichnen, die den Menschen Lust darauf macht, sich dafür einzubringen? Und hier fand ich es auch ausgesprochen spannend im Vergleich zwischen den beiden Volksentscheiden, wie ihr herausgearbeitet habt, dass hinter der Position einer Person, die sich vielleicht kritisch zu klimapolitischen Fragen positioniert, dass das nicht einfache Rückgewandtheit per se ist, sondern dass da auch eine eigene materielle Rationalität hintersteht. Das war für mich ein ganz, ja, einfach ein unfassbar spannender Punkt, den ihr da gezeigt oder als Möglichkeit aufgezeigt habt. Was in dem Ausschnitt an sich noch nicht so ganz deutlich wird und wo ich euch jetzt nochmal zu befragen würde, ist, was ist denn jetzt eigentlich öffentlicher Luxus? Ich möchte noch kurz eine Anekdote sagen, weil das mir heute aufgefallen ist. Wir waren in der Bäckerei hier neben der Hochschule und dann hat die Person hinter der Theke mit einer Person gesprochen, die gerade was gekauft hat und die kannten sich anscheinend und dann hat die Person hinter der Theke gefragt, na, wie läuft es denn bei euch? Und es war irgendwie so, die Antwort war irgendwie ganz okay oder ganz gut und dann war der Kommentar dazu, naja, solange sich nicht viel ändert, ist schon gut, ne? Und das hat irgendwie nochmal ausgedrückt für mich, dass es so für die meisten Menschen irgendwie gerade nicht viel zu gewinnen gibt oder nicht viel, was sie sich vorstellen können, wie irgendwie etwas besser wird, sondern vor allem vorstellen können, wie Dinge schlechter werden gerade. Und hat mir nochmal klar gemacht, dass es irgendwie wichtig ist, solche Sachen zu machen wie dieses Buch und zu versuchen, Menschen eine Erzählung zu bieten, wie die Zukunft etwas sein kann, auf das wir uns freuen können. Und jetzt probiere ich zu sagen, zu antworten auf deine Frage, Ramona. Tut mir leid, dass ich jetzt abgeschweift bin. Öffentlicher Luxus, so wie wir das verstehen, hat mehrere Dimensionen, glaube ich. Und die erste Dimension dessen ist, dass es eine bedingungslose Grundversorgung gibt an ganz vielem, nämlich alles, was sozusagen zum Leben notwendig ist. Von Wohnraum über Energie, über Mobilität hin zu Nahrungsmitteln und auch Care-Strukturen so einzurichten, dass sie
niedrigschwellig und für alle zugänglich sind und diskriminierende Strukturen minimieren, die aktuell da drin herrschen. Das bedeutet sozusagen bedingungslos und für alle, und darin sind sozusagen die aktuellen Diskriminierungsstrukturen sozusagen schon mitgedacht, dass die auch überwunden werden sollen. Diese Sphäre ist sozusagen die Basis in gewisser Weise. Und es, wenn der, wir fassen das unter öffentlichen Luxus, weil das heute keine Selbstverständlichkeit ist und insofern für uns heute Luxus wäre, wenn wir uns vorstellen, dass diese Dinge bedingungslos zur Verfügung stehen würden. Daran werden wir öfter angesprochen, dass es doch aber gar kein Luxus ist, sondern es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und wir würden das aber sozusagen trotzdem so betonen, dass es aus unserer Perspektive heute ein Luxus wäre, wenn wir diese Güter öffentlich zur Verfügung stellen würden. Trotzdem bezeichnet der Begriff öffentlicher Luxus für uns auch noch mehr, nämlich einerseits, dass wir diese Dinge, die wir zum Leben brauchen, so gestalten, dass sie gleichzeitig schön und erfüllend sind. Nämlich im Beispiel Care zum Beispiel in der Altenpflege, dass es nicht nur darum geht, dass alle einen Platz im Altenheim bekommen können und irgendwie versorgt werden, zumindest, sondern dass es möglich ist, Formen zu finden, in denen befriedigende Beziehungen zwischen den Menschen, die sich kümmern und denen, um die sich gekümmert wird, bestehen können und es keine ausbeutenden Verhältnisse sind, in denen dann das Mindeste für sichergestellt wird, um Menschen am Überleben zu halten. Wie das genau aussehen kann, glaube ich, müssen wir alle zusammen klären und auch im Einzelnen klären, was wir uns da wünschen. Aber es müsste darum gehen, nicht nur die sozusagen das bloße Überleben zu sichern, sondern das auch so zu gestalten, dass es schön und gut ist. Und der Begriff öffentlicher Luxus, den Georges Monbiot verwendet, der sozusagen nochmal eins obendrauf setzt, ist zu sagen, wir können uns privaten Luxus nicht leisten als Gesellschaft, weil er so viele Ressourcen verschwendet, die wir nicht haben. Also eine Privatjacht für jede Person ist einfach real nicht umsetzbar, aus diversen Gründen, aber nicht zuletzt aus ökologischen Gründen. Auch ein Tennisplatz für jede Person auf dem Privatgrundstück ist nicht möglich. Aber wir können uns diese Dinge, Privatjachten könnte man diskutieren, ob wir überhaupt brauchen, aber wir können uns gewisse Dinge, die wir als Luxus bezeichnen würden, wie zum Beispiel gut ausgestattete Sportanlagen schon leisten, wenn wir sie teilen. Und deswegen ist sein Plädoyer dafür, das, was wir als Luxus gesellschaftlich haben wollen, müssen wir kollektiv machen und dafür privaten Luxus eigentlich verbieten und Luxus nur noch im Öffentlichen stattfinden lassen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das ist auf eine Art auch ganz eingängig. Er macht das ja in diesem, in dieser Zweiteilung zu sagen, was wir machen können, ist öffentlicher Luxus, aber dafür braucht es auch eine private Suffizienz, also eine private Genügsamkeit, die dann auch auf eine Art nochmal anders möglich wird, wenn ich weiß, mein einziger Weg, mal einen Pool zu haben, ist nicht, dass ich reich werde und alleine den Karriereweg laufe, sondern vielleicht können wir einfach richtig gute öffentliche Pools haben, wo ich immer rein kann und wo ich quasi, wo wir gemeinsam was zu gewinnen haben. Vielleicht ist die Frage redundant geworden, wie du gerade die Frage auf den öffentlichen Luxus beantwortet hast. Aber ich hatte mich noch gefragt, ob ihr eine Differenz zu dem Begriff von Georges Monbiot habt und wie ihr ihn dann euch angeeignet oder weiterentwickelt habt. Ja, ich glaube, dann ergänze ich einfach meine Antwort von gerade. Ich würde sagen, Teile davon habe ich gerade schon beantwortet. Wir haben den Begriff von Georges Monbiot übernommen und vom Grundimpuls, glaube ich, tragen wir das einfach erstmal weiter, was er angefangen hat. Gerade auch in der Betonung dessen, dass öffentlicher Luxus private Suffizienz ermöglicht, dass sozusagen ein gutes, sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz es ermöglicht, dass ich kein Auto mehr brauche. Und das bedeutet auch, dass wir insgesamt sehr viel weniger Ressourcen haben und gleichzeitig bin ich mindestens genauso mobil wie vorher und muss mich auch nicht mehr privat darum kümmern.
Das ist ein Punkt, den wir von ihm übernehmen. Und ich glaube aber, dass er sozusagen diesen Luxusbegriff vor allem auf diese dritte Ebene, die ich gerade versucht habe zu erläutern, bezieht oder sich sozusagen in Ausführungen darauf fokussiert und das unterscheidet von bedingungsloser Grund- und Daseinsvorsorge, die er sozusagen als etwas anderes sieht. Und wir würden das sozusagen mit in den Begriff von öffentlichen Luxus reinziehen und sagen, das gehört dazu, weil das eben heute keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine Perspektive bedeutet, öffentliche Daseinsvorsorge für alle bedingungslos zur Verfügung zu stellen, die sich heute als ein Luxus für uns präsentiert. Aber ich glaube, das ist der zentrale Unterschied. Das widerspricht sich nicht, ich glaube, es ist nur eine andere Akzentuierung, ja. Ich glaube, ich würde da auch noch hinzufügen, dass wenn Georges Monbiot Public Luxury ist, glaube ich, im englischsprachigen Raum meistens unter diesem Public, dieser Public-Sphäre, das meint dann, so wie es bei uns auch irgendwie erstmal eine Wiedereroberung, ein Zurückholen von den öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die entrissen werden und sozusagen damit zu schlagen. Und im Englischsprachigen auch nicht immer, aber ich glaube, meistens ist aber damit dann auch so ein bisschen, schwingt damit einher, so dieses Returning to Public Ownership, eigentlich Verstaatlichung gemeint. Und ich glaube, indem wir das sozusagen auch jetzt nochmal, oder das, was sozusagen auch diesen Transfer von Public Luxury in den deutschsprachigen Raum, öffentlichen Luxus, was wir damit vielleicht auch erreichen wollten, ist, das sozusagen mit diesem Vergesellschaftungsdiskurs zu verbinden, den es so jedenfalls in der Form in England noch nicht gab, wo sozusagen unser Add-on sozusagen wäre, dass Verstaatlichung für uns auch nicht die Lösung ist oder sozusagen nicht. Genau, also dass wir sozusagen nicht jetzt irgendwie dafür plädieren, alle diese Produktions- und Dienstleistungs-Dinge sozusagen von privater Hand wieder in die Hände des Staates zu überführen, weil wir wissen, dass der Staat auch in letzter Instanz eigentlich dann auch der Akteur ist, der im Zweifel dann eigentlich diese Sachen wieder am ehesten wieder verkauft, quasi sobald die nächste Krise irgendwie voransteht, sondern dass wir verbunden mit diesem Vergesellschaftungsdiskurs da einen anderen Weg auch irgendwie ein. Genau, wo da können wir mal ein bisschen genauer drüber sprechen, aber Vincent, dein Mikro ist so ein bisschen abgehakt manchmal. Nur jetzt kleine Info. Ich habe trotzdem alles verstanden und ich glaube auch alle anderen im Digitalen, aber okay, weiß Bescheid. eventuell wird es ein bisschen doller, dann würde ich einmal intervenieren und dann tauscht ihr vielleicht einfach Mikros, wenn ihr redet. Aber ich glaube, es geht noch klar. Ja, das war auch nochmal sehr interessant zu hören, dass eure Besonderheit oder Schlagseite oder Spezifikum oder Weiterentwicklung von öffentlichem Luxus auch gerade die Inbezugnahme auf Vergesellschaftung ist, die quasi diesem Dualismus von Staat und Markt aus dem Weg geht, beziehungsweise hier eine Alternative zu aufzeigt. Wir reden da später auch nochmal drüber. Für mich fühlt es sich ja auch wie Luxus an, einfach eine positive Zukunft wieder zu sehen, für die es sich gegebenenfalls zu kämpfen lohnt. Also das ist auch schon was, was ich mich schon persönlich fast nicht mehr getraut habe, zu sagen, hey, es gibt eigentlich noch was zu gewinnen. Das ist nicht nur wie, wir können den Abstieg auf eine Art verwalten und irgendwie besser machen, sondern da ist wirklich was. Da ist was da, was sich verändern lässt und was gut ist und wo, genau, wofür sich für eintreten lässt. Das fühlt sich für mich schon, ja, das ist für mich schon ein Luxusmoment, der sich quasi im Heute schon einlöst durch das Konzept, was ich total gut finde. Ich würde dann zu dem zweiten Abschnitt weiterleiten. Dann lese ich einfach drauf los. Okay. Öffentlicher Luxus schafft materielle Sicherheit für alle. Der Zugang zu grundlegenden Gütern wie Wohnraum, Heizung, Nahrung oder Mobilität hängt nicht mehr von der individuellen Zahlungs- und damit Leistungsfähigkeit ab, auch nicht von staatlichen Sozialleistungen und damit zusammenhängenden Anforderungen oder Restriktionen. Ob am Ende des Monats noch Geld fürs Essen da ist, ob die Rente reicht, um am Lebensende nicht in Altersarmut zu geraten, ob die Pflege für Eltern oder Großeltern bezahlbar ist, diese ökonomischen Sorgen nimmt uns öffentlicher Luxus.
Öffentlicher Luxus würde auch vieles im Alltag einfacher und schöner machen. Es gäbe hochwertige öffentliche Toiletten, öffentliche Küchen und günstiges, gutes Essen für alle, kostenlose und zuverlässige Verleihräder an jeder Ecke, nach Bedarf mit E-Motor oder als Lastenrad und alles, ohne jedes Mal eine neue App herunterladen zu müssen. Über all das hinaus bringt uns öffentlicher Luxus ein größeres Maß an Freiheit. Durch eine Stärkung und bedingungslose Bereitstellung der Dinge, auf die es ankommt, gewinnen wir Zeit für uns und für die gemeinsame Gestaltung unserer Welt. Vielen Dank und direkt an alle. Ab jetzt sind die Abschnitte nur noch so kurz. Wir haben gedacht, am Anfang könnt ihr euch noch ein bisschen konzentrieren, aber die anderen machen wir kürzer. Was ich gerade an dem Abschnitt so spannend fand, ist, dass ihr die Begriffe Freiheit und Sicherheit verwendet und beide gleichermaßen versprechen wollt in öffentlichem Luxus und mit der Umsetzung von öffentlichem Luxus. Gleichzeitig sehen wir in modernen Diskursen oft ein Trade-off bzw. eine Gegenüberstellung von Freiheit und Sicherheit. Nicht zuletzt, als es im letzten Jahr um die Reform der Rechte der Bundespolizei ging. Und dieser ganze Diskurs verlief so ungefähr wie: Wollen wir der Bundespolizei erlauben, dass sie mehr Rechte auf Zugriff von Telefondaten und mehr Überwachungsrechte hat? Das ist zwar ein Einschnitt in unsere Freiheit, aber es ermöglicht uns mehr Sicherheit. Das ist, glaube ich, so eine Art von Auseinandersetzung und Gegenüberstellung, wie wir den Begriffen oft in den Diskursen begegnen. Und ich hatte mich jetzt gefragt, und es klang schon an in dem Text, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen genauer wissen. Was meint ihr mit Freiheit und mit Sicherheit in öffentlichem Luxus? Ist das anders als das Verständnis, was ich gerade angesprochen habe? Und wenn ja, wie? Ich würde sagen, ja, es ist ein ganz anderer Begriff von Sicherheit. Und wir versuchen uns sozusagen den Begriff von Sicherheit aber auch auf eine Art wiederzuholen, weil er, glaube ich, und ich glaube, wir versuchen ihn sozusagen ehrlicher wiederzuholen. Ich glaube, es gibt eine große Verunsicherung gesellschaftlich, die beantwortet wird von rechts über diesen Sicherheitsbegriff, den du gerade aufgemacht hast. Eigentlich immer ein repressiver Sicherheitsbegriff ist, der auch in der Regel sozusagen durch Kontrolle und Ausschluss funktioniert und damit vor allem die Illusion von Sicherheit schaffen soll. Und auch eine Form von Sicherheit, die sozusagen teilt und hierarchisiert. Es gibt die Sicherheit für manche, vor allem Weiße in Deutschland, Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Es gibt die Sicherheit nicht an den Grenzen. Es gibt die Sicherheit nicht für Personen mit einem unklaren Aufenthaltsstatus. Es gibt die Sicherheit nicht für Personen, die sich ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr nicht leisten können. Und es gibt aber auch für diejenigen, die sozusagen von diesem Sicherheitsbegriff angesprochen werden sollen und damit sozusagen befriedigt werden sollen, die Sicherheit trotzdem nicht auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer ökonomischen. Also man kann sozusagen denken, ich bin jetzt durch die Polizei geschützt vor was auch immer ich mir einbilde, von was ich gefährdet sein könnte. Und gleichzeitig ist überhaupt nicht gesichert, das ist das, was wir da ansprechen, dass meine Rente reicht. Gleichzeitig ist nicht gesichert, dass ich sozusagen genug Geld habe, um die Altenpflege für meine Eltern oder für mich in Zukunft zu bezahlen. In Deutschland ist das mit der Krankenversicherung noch relativ in Ordnung. In anderen Ländern ist das auch nicht der Fall. Und ich glaube sozusagen, das ist was, da spüren wir alle auf eine Art sozusagen die Unsicherheit, die in unser Leben gekommen ist. Und ich glaube, wahrscheinlich, hier sind auch ein paar Ältere noch unter uns, in dem Raum hier, ich weiß nicht, wie es online ist, gab es ein stärkeres Gefühl von ökonomischer Sicherheit früher, aber das ist nur eine Vermutung, das müssen andere Leute beantworten, die das vielleicht noch wissen. Als Sozialsysteme noch besser funktioniert haben in Deutschland und als es noch mehr öffentliche Infrastruktur gab, als es mehr Sozialwohnungen gab, als es irgendwie möglich war, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und ich glaube, dieses Gefühl von Unsicherheit, das sich gesellschaftlich irgendwie ausbreitet, von Angst, von es wird alles irgendwie schlechter, hängt auch daran oder kommt auch daher, dass der Neoliberalismus so viele öffentliche Strukturen, die irgendwo eine ökonomische Sicherheit auch vermittelt haben, uns geraubt hat und insofern
das Leben extrem prekär gemacht hat und auch dafür gesorgt hat, dass es sich sozusagen in das Individuelle verschiebt oder nur noch im Individuellen für eine ökonomische Sicherheit gekämpft werden kann oder gekämpft werden muss, weil ein Vertrauen darauf, dass es öffentliche Strukturen, dass es einen funktionierenden Sozialstaat gibt, nicht mehr in der Form existiert, wie das vielleicht zwischendurch früher mal der Fall gewesen ist. Und das wollen wir zurückholen. Wir wollen sozusagen ein System wieder aufbauen, dass es sozusagen dass das Vertrauen ermöglicht, ich muss nicht immer fit sein und alleine sozusagen das schaffen, mir eine Sicherheit aufzubauen im Privaten, sondern es gibt ein Kollektiv, es gibt irgendwie kollektive Strukturen, öffentliche Strukturen, auf die ich zurückfallen kann, wenn das nötig ist. Es gibt kollektive Strukturen, die mir Sicherheit geben, so wie wir das aus dem Gesundheitssystem kennen. Und das gibt es aber nicht nur im Gesundheitssystem, sondern in allen anderen essentiellen Bereichen genauso. Und ich glaube, das würde eine andere Dimension und eine grundlegendere Sicherheit vermitteln, als es diese rechten Sicherheitsdiskurse tun. Ich finde auch total schön, wie Eva von Redeker in dem letzten Teil in eurem Buch das beschreibt. Sie schreibt auf ihrer ersten Seite: Stellen wir uns die Last vor, die von den Schultern fällt, und die Energie, die plötzlich frei würde. Man muss nicht kämpfen und vorbauen für das eigene Überleben, das sonst niemanden kümmert. Man könnte sich ordentlich ausschlafen und dann schauen, was man unternehmen mag, um die Welt zu reparieren. Ich finde, das bringt das so ganz, ganz schön zum Ausdruck, diese Idee von: Was für ein Druck ist da eigentlich? Und du hattest auch den Begriff Kämpfen verwendet, genauso wie Eva von Redeker den Begriff Kämpfen verwendet, also dieses alleine und immer wieder kämpfen und eben nicht dieses Kollektiv zu haben, das einen irgendwie stützt. Habt ihr auch noch Lust, auf euren Freiheitsbegriff einzugehen? Also ich würde sagen, mit dem Zitat von ihr, du musst auch ein Hinweis, ist besser, wenn du in dein Mikro sprichst. Ah ja. Aber Ja. wir haben dich trotzdem gehört. Ich würde sagen, die Brücke hast du gerade schon gemacht. Also Eva drückt das, finde ich, extrem gut aus, dass sie sagt, stellen wir uns vor, welche Last von unseren Schultern fällt und dann fängt sie an zu beschreiben, was würde dann passieren. Und ich glaube, es sozusagen damit drückt sie aus, diese Freiheit überhaupt zu überlegen, überhaupt sozusagen auch auf eine Art mutig in den Tag zu gehen und zu gucken, wie wollen wir unsere Welt gestalten, was gibt es zu reparieren, was gibt es zu verändern und das gemeinsam zu tun, ist eine Freiheit, die auf der Basis dieser Sicherheit entstehen kann, und die wir, glaube ich, kaum noch kennen. Ich glaube, an dieser Hochschule ist das ein bisschen anders. Hier gibt es, glaube ich, dieses Gefühl häufiger, aber das ist auch nur möglich auf der Basis von einer ökonomischen Sicherheit, die nicht für alle so gegeben ist. Und ich weiß nicht, ja, willst du noch was ergänzen? Ich habe das Gefühl, das ist der Grundimpuls. Wie wir diese Freiheit füllen, glaube ich, können wir alle zusammen überlegen. Aber das ist sie, also es geht uns sozusagen darum, danach zu fragen, wie wird sie überhaupt möglich? Vincent, magst du noch dazu oder bist du gut? Also. Nee, also genau, ich glaube, Lemon hat es eigentlich im Prinzip schon gesagt, aber das ist, also das finde ich halt für mich irgendwie auch so das Spannende daraus. Irgendwie so wie der Begriff Luxus im Privaten gängig halt irgendwie die Konnotation von verschwenderisch, Überfluss und auch irgendwie ausschließend, weil es eigentlich nur einer einzelnen Person zusteht, so hat irgendwie auch Freiheit im Alltag irgendwie eine Konnotation, die auch sozusagen auf einer individuellen Ebene möglichst irgendwie passiert, glaube ich, so wie wir das heutzutage meistens verstehen. Und da bedeutet Freiheit dann irgendwie, genau, also die Freiheit irgendwie möglichst uneingeschränkt und möglichst so von anderen irgendwie Bedürfnissen eingeschränkt zu sein und das irgendwie machen zu können, was man selbst möchte und dann irgendwie auch nicht eingeschränkt zu sein von ökologischen Grenzen und all diese Grenzen sozusagen verfallen. Und man hat irgendwie die Freiheit, genau, mit dem Privatjet oder wie auch immer, irgendwie oder auf der Yacht, irgendwie das irgendwie zu tun, was man will. Und ich glaube, man merkt halt schnell, diese Form von Freiheit ist keine, die erstens überhaupt am Anfang Menschen, also dem größten Teil der Menschen überhaupt zusteht und dann auch irgendwie im zweiten Schritt, die angenommen überhaupt all den Menschen könnten diese Freiheit ausleben, das würde nicht lange irgendwie gut funktionieren. Also, und ich glaube, dass dann ist halt so ein bisschen der Move zu sagen, so wie Luxus auch irgendwie in der Paarung mit öffentlich
leicht auch seinen Inhalt verändert und irgendwie eine neue Form annimmt und trotzdem luxuriös bleibt, so verändert sich auch der Begriff Freiheit und wird sozusagen, indem er öffentlich wird und von allen erfahrbar und teilbar, genau, wird es trotzdem sozusagen kein Weniger an Freiheit, sondern vielmehr eigentlich ein Mehr an Freiheit für alle, die sich trotzdem auch in einer grenzenlosen Mobilität, in mehr Zeit und irgendwie Gesundheit für alle und Zugang zu Natur, Bildung, Kultur, all diese Sachen sind sozusagen gestärkt und dann schaffen sie überhaupt eigentlich auch die Bedingungen dafür, dass Freiheit tatsächlich für alle etwas ist, was alle so erfahren und genießen können. Ja, danke euch. Da würde euch Hannah Arendt bestimmt zustimmen, die ja auch dieses Konzept von Freiheit hat, dass wenn wir gemeinsam handeln, gemeinsam unser politisches System gestalten, dass wir es darin als Gemeinsame frei sind und eigentlich das niemals wirklich alleine tun können. Und ich hatte auch so einen Moment gerade von privater Luxus ist Dekadenz und öffentlicher Luxus ist Subsistenz, also das ist eigentlich so, wie wir uns erhalten können und wie wir uns gut erhalten können. Ich hätte noch eine Frage, wo es vielleicht ein bisschen, die so ein bisschen auf eine konkretere Umsetzung und die Schwierigkeiten von der konkreteren Umsetzung abzielt. Und zwar schreibt ihr direkt über dem Ausschnitt, der gerade gelesen wurde. Öffentlicher Luxus bedeutet, Arbeiten wie die Betreuung von Kindern und die Pflege von Angehörigen aus dem Privaten zu holen und als gesellschaftliche Aufgabe zu organisieren. Habt ihr Ideen dazu? Das muss gar nicht der Fall sein, aber für mich wird es da so schwierig. Habt ihr Ideen dazu, wie sowas gemacht werden kann? Gerade weil ja auch diese Sorgetätigkeiten im familiären Kontext auch stark emotional aufgeladen sind und auch für ganz viele Personen ganz viel Sicherheit bedeuten. Und was gibt es Ideen dazu, das auf eine Art da entlastend mit öffentlichem Luxus zu intervenieren, was aber sozusagen nicht Menschen das Gefühl vermittelt, dass ihnen quasi jetzt ihre sozialen Nahbeziehungen genommen werden sollen. Ja, vielleicht erst genau sozusagen, also aus dem Privaten holen, das ist sozusagen jetzt das Private, wie wir es sozusagen im Alltag kennen, damit gemeint, also soziale Nahbeziehung. Und die Antwort ist für uns nicht, das in das andere Private zu geben, nämlich sozusagen in die Privatwirtschaft, so wie das sozusagen eine Option wäre, zu sagen, wir geben das ab und professionalisieren das. Kinder und Betreuung von alten Menschen ist sozusagen eine Aufgabe, für die wir bezahlen. Und das bedeutet unter anderem auch, dass vor allem Flinter und migrantisierte Menschen sich sozusagen darum kümmern, die wir schlecht bezahlen, weil das eine Aufgabe ist, die wir nicht so wichtig finden gesellschaftlich oder auf jeden Fall nicht so gut bezahlen wollen. Das ist nicht das sozusagen, das ist nicht die Lösung, die wir sehen, die aber heute immer mehr praktiziert wird, dass sozusagen diese Care-Aufgaben ausgelagert werden, aus dem Privaten heraus, aber in ein anderes Privates sozusagen hinein und nicht gesellschaftlich verhandelt werden. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Form von öffentlicher Kinderbetreuung, die sozusagen das auch in gewisser Weise heute schon als öffentliches Thema sozusagen betrachtet. Daran kann man auf jeden Fall festhalten. Ich glaube, das kann man noch besser gestalten. Es gab mal die Kinderladenbewegung. Eine Freundin von mir ist in einem Kinderladen groß geworden. Das waren Zusammenschlüsse von Eltern, die gemeinsam einen Kinderladen gegründet haben, dann oft schon auch mit ErzieherInnen, die angestellt wurden, aber es war eine also selbstorganisierte, selbstverwaltete Form sozusagen der Kinderbetreuung, die dementsprechend auch sehr offen war dafür, dass Eltern irgendwie dort mit dabei waren, und letztlich auch so gestaltet, wie das die Eltern wollten. Ich glaube, solche Modelle kann man weiterdenken. Das ist wieder ein bisschen untergegangen, diese Bewegung. Es gibt noch ein paar davon, aber in diese Richtung, glaube ich, ist ein Ansatz dafür. In Berlin gibt es einen anderen Vorschlag gerade. Es gibt ein Einkaufszentrum in Treptow, das geschlossen wird. Und da gibt es den Versuch, das in ein Sorgezentrum umzuwandeln, um so sozusagen die verschiedenen Dimensionen an
notwendiger Care-Arbeit im Kiez, das ist sozusagen ein Viertel in Berlin, relativ nah zusammenzuführen und die Möglichkeit zu schaffen, sowohl Begegnungsräume zu schaffen, als auch die sozusagen Care-Aufgaben an einem Ort in der Nähe zu konzentrieren und dort gemeinsam zu gestalten, sodass sozusagen sowohl Nahbeziehungen möglich sind, aber das nicht die ganze Zeit im Privaten passiert. Ich glaube, das ist ein total spannender Ansatz und ich hoffe, dass das Wirklichkeit wird und wir sehen können, wie gut es da funktioniert und wie das auch genau ausgestaltet wird, weil ich glaube, da sind viele Fragen auch noch offen, wie das konkret funktionieren würde. Voll. Und genau, also ich glaube, der Kapitel von Alex und Barbara im Buch gibt da viele Einblicke in, wie diese Frage beantwortet werden kann. Ich glaube, so gerade dieses doppelte Entprivatisieren von Sorge und Care-Arbeit ist da ganz zentral. Und auf der anderen Seite ist vielleicht schon auch, also keine Ahnung, es ist schon auch irgendwie wichtig zu sagen, öffentlicher Luxus ist jetzt sozusagen nicht irgendwie das Erfolgsnarrativ, und wenn man das nur umgesetzt hat, dann sind irgendwie alle unsere Probleme irgendwie gelöst, sondern irgendwie, ich glaube, der Ansatz, auch ehrlich mit uns zu sein und zu sagen, wenn wir öffentlicher Luxus hätten, sich das dann irgendwie vorzustellen und sozusagen, dass die materiellen Bedingungen dafür überhaupt geschaffen wären, dass sozusagen überhaupt ein Aushandlungsprozess darüber, wie wir eigentlich unter uns gesellschaftlich unsere Sorge und Care-Arbeit verteilen können, dann wäre ja auch schon quasi ein Riesenschritt irgendwie gewonnen und gemacht und würde uns halt irgendwie dann auch auf einer gerechten Art und Weise ermöglichen, uns diesen elementar wichtigen Fragen irgendwie zu widmen. Und nicht auf der Art und Weise, wie wir es halt heute tun, sondern auf eine Art und Weise, die kollektiv gestaltbar ist. Ich glaube, genau. Ja, danke. Und auch was für ein spannendes Beispiel mit dem Einkaufszentrum. Ich finde die Symbolik total stark. Also, wo früher halt Einkaufszentrum oder wo wir heute noch überall Einkaufszentren haben, weil wir glaubten, das sei das Wichtigste. Da trifft sich alles zusammen. Hier kann man shoppen gehen. Die sind irgendwie zentral gelegen und gut erreichbar. Das umzudeuten und zu sagen, eigentlich unsere Sorge und unsere gesellschaftliche Versorgung ist das Wichtigste. Da trifft alles zusammen und die sind gut erreichbar. Finde ich unfassbar stark und bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ich habe gerade einmal einen Blick auf die Zeit geworfen und wir haben um 18:30 angefangen mit einer halben Stunde Verspätung und haben jetzt für unseren Teil noch eine Viertelstunde ein bisschen länger. Einfach nur zur Info und wir haben noch zwei Texte, die wir gerne lesen möchten. Und deswegen würde ich direkt zu dem dritten übergeben. Ich versuche nicht zu schnell zu lesen und gleichzeitig nicht zu langsam, damit wir eine Viertelstunde hast du gesagt und dann öffnen wir nochmal für Fragen. Ja. Genau, wir können noch 20 Minuten machen, aber so ungefähr. Okay. Das ist ein Abschnitt, da geht es darum, was Vincent vorhin schon angefangen hat zu erklären, nämlich einen Unterschied zwischen unserem Konzept und dem Konzept von Georges Monbiot. Vergesellschaftung bedeutet für uns auch Demokratisierung, und das ist in Verstaatlichung nicht gegeben. Deswegen ist das Kapitel oder dieses Unterkapitel heißt öffentlicher Luxus heißt Demokratisierung. Wir haben uns fast daran gewöhnt, dass am Ende immer bei der öffentlichen Daseinsvorsorge und an Sozialsystemen gespart wird, dass öffentliche Unternehmen privatisiert werden, obwohl und damit die Dividenden der DAX-Konzerne sprudeln. Es fühlt sich an wie ein Naturgesetz, dass die Mieten immer weiter steigen, die Löhne aber nicht. Manchmal ist es schwer, sich Alternativen vorzustellen. Denn große Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge wurden uns in den letzten 40 Jahren systematisch geklaut, sie wurden vernichtet oder sind nicht mehr für alle zugänglich. Aber das muss nicht so bleiben. Es ist Zeit, dass wir uns zurückholen, was uns geraubt wurde. Die kommunalen Energie- und Wassernetze gehören wieder unter öffentliche Kontrolle. Wohnungen im Gemeineigentum und Krankenhäuser müssen wieder anständig öffentlich finanziert werden. Wir können anknüpfen an vieles, das es einmal gab und auch heute noch gibt. Wir dürfen dabei aber nicht stehen bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass Wir müssen dafür sorgen, dass neu vergesellschaftete Infrastrukturen nicht wieder privatisiert werden können. Wir müssen die Entscheidungen über die Versorgung und die Entwicklung viel grundlegender an demokratischen Prinzipien ausrichten und Gemeinwohl statt Profitorientierung festschreiben. Wir wollen eine demokratische Wirtschaft und öffentlichen Luxus, keine Staatsbürokratie.
Genau, das war ja ein Teil, der vorhin schon einmal angeklungen ist und hier jetzt nochmal expliziter werden konnte. Ihr schreibt und habt es auch gerade so vorgelesen, wir dürfen dabei aber nicht stehen bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass neu vergesellschaftete Infrastrukturen nicht wieder privatisiert werden. Und ich habe auf eine Art eine Doppelfrage daran, die sich so ein bisschen unter dem Titel bündelt, wie politische Erfolge sichern. Also zum einen wäre die Frage, wie schaffen wir das, dass gesellschaftliche Infrastrukturen nicht wieder privatisiert werden können? Und weiterführend, aber in einem ähnlichen Themengebiet sich befindend, redet ihr in dem Buch oder kommt in dem Buch auch öfter der Begriff der revolutionären Realpolitik vor? Und hier wäre die Frage, wenn Vergesellschaftung bzw. öffentlicher Luxus eine revolutionäre Realpolitik ist oder das Potenzial dafür hat, in dem Sinne, dass sie Schritte einleitet, die heute schon möglich sind, aber über die heutigen Strukturen, über das Heute hinausweist und diese quasi radikal und revolutionär verändern vermag, wie schaffen wir es, dass diese Richtung nicht verloren geht? Also wenn wir sie einmal einschlagen, wie bleiben wir dabei? Und in Anlehnung daran, wenn Infrastrukturen schon mal vergesellschaftet worden sind, wie wird es möglich oder wie schaffen wir es so gut wie möglich, dass sie nicht wieder privatisiert werden? Ich glaube, da gibt es zwei Antworten darauf, nachdem du eine doppelte Frage gestellt hast. Die erste ist, und die gucken wir uns sozusagen bei Deutsche Wohnen und Eignen ab, da gibt es den Vorschlag, ich weiß nicht, ob das alle kennen, deswegen sage ich es nochmal, dass die großen Immobilienkonzerne in Berlin enteignet werden und der Wohnraum in öffentliche Hand überführt wird, aber verwaltet durch eine Anstalt öffentlichen Rechts, die wiederum demokratisch von MieterInnen und Beschäftigten verwaltet wird. Die Idee dabei ist ganz dolle, dass das nie wieder zurück in private Hände kommen soll, weil das die Erfahrung ist, aus der heraus überhaupt diese Initiative kommt, die wieder zurück in öffentliche bzw. gesellschaftliche Hände zu bekommen. Das heißt, da gibt es ein ganz großes Interesse daran, irgendwie sicherzustellen, dass eine Privatisierung, eine Reprivatisierung unmöglich wird. Und das kann man jetzt, glaube ich, auf zwei Ebenen tun. Die eine ist, das rechtlich festzuschreiben, oder sozusagen in der Satzung dieser Anstalt öffentlichen Rechts klarzumachen, und ganz fest zu verankern, dass eine Privatisierung, ein Verkauf von Wohnungen ausgeschlossen ist. Das ist eine Variante. Das ist bestimmt gut und richtig. Ich glaube aber, dass das sozusagen im Zweifel nicht reichen wird, Dinge irgendwo festzuschreiben, um in Krisenmomenten oder so das zu sichern, dass sowas nicht passieren kann. Und deswegen ist die zweite Antwort oder der zweite Teil der Antwort, glaube ich, gleichzeitig die Antwort darauf, wie können wir das tatsächlich halten, als auch die Antwort auf deine Frage nach der revolutionären Realpolitik, nämlich wie können wir sozusagen weitergehen und Erfolge sichern und sozusagen die Erfolge aber auch nutzen, um Kämpfe zu stärken und weitere Erfolge zu erkämpfen. Diese Anstalt öffentlichen Rechts müsste, um tatsächlich demokratisch zu sein und nicht nur formell demokratisch organisiert zu sein, belebt werden von Menschen, die diese demokratischen Strukturen füllen, die wir jetzt aktuell gerade vorschlagen können als bestimmte Räte, die dann wiederum Delegierte in übergeordnete Räte schicken und so weiter. Wenn es nicht gelingt, Menschen von dieser Demokratie- und Gestaltungsmöglichkeit zu überzeugen, diese auszufüllen, und die Möglichkeiten, Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, die darin liegen, glaube ich, ist es nicht schwer für interessierte Kreise eine Reprivatisierung wieder zu ermöglichen. Wenn es eine gelebte Demokratie gibt, wenn Menschen das Verständnis davon entwickeln, die diese Häuser bewohnen, die in der Anstalt öffentlichen Recht dann organisiert sind, wenn die Menschen, die dort leben, ein Verständnis davon haben, was ihnen das bringt, dass sie selbst über den Wohnraum entscheiden können, wenn sie das spüren, wenn sie wissen, nur dann kann ich frei mit meinen NachbarInnen, mit den Menschen in meiner Nachbarschaft,
entscheiden, wie unser Wohnraum, wie unser Umfeld aussieht, wie sich das entwickelt und was wir dort wollen und nicht wollen. Ich glaube, wenn dieses Verständnis tief sitzt und sozusagen sich auch in der alltäglichen Praxis von wir entscheiden gemeinsam, wie wir das hier gestalten, etabliert, dann glaube ich, wird eine Privatisierung unmöglich, weil das sozusagen nicht mehr aus den Köpfen der Menschen und aus den Alltagspraktiken herauszukriegen ist. Wenn das eine formelle Demokratisierung bleibt, wo sich irgendwie einmal im Jahr drei Leute, die davon mitkommen, zusammensetzen und dann irgendwie irgendwo hinschicken und irgendwer weiß dann gar nicht mehr, was in dem Verwaltungsrat passiert und weiß auch gar nicht, wer da sitzt, dann glaube ich, ist es eine formelle Demokratisierung, die aber sehr anfällig dafür ist, wieder gestört zu werden und auch anfällig dafür, dass eine Reprivatisierung möglich ist. Und insofern kommt es, glaube ich, sehr darauf an, neben der Frage, ob sozusagen die Einführung oder die Einrichtung von sowas gelingt, wie das dann ausgefüllt, wie das gelebt wird, ob das sich sozusagen etabliert und ob Menschen das leben und ausfüllen oder ob das nicht passiert und es dann auch wieder untergehen kann. Und ich glaube, das ist sozusagen auch die Frage oder auch die Antwort gleich mit auf diese Frage nach der revolutionären Realpolitik. Wenn Menschen merken, ah, wow, ich kann das plötzlich selber gestalten, ich wohne hier in einem Haus, das hat vorher irgendwie der Adler GmbH gehört oder AG, und ich habe noch nicht mal meine Hausverwaltung erreicht und jetzt plötzlich kann ich mit meinen NachbarInnen darüber diskutieren, ob wir einen Fahrradstellplatz wollen und ob der überdacht ist und ob die Mülleimer im Innenhof vielleicht nicht immer sichtbar sind, sondern da Pflanzen drüber wachsen. Und das können wir jetzt tatsächlich umsetzen und daran spüren, dass es eine wahnsinnige Veränderung, die sich hier vollzieht. Und ich bin mit meinen Nachbarn in Kontakt. Ich bin, kann hier sicher wohnen und muss nicht alle drei Jahre umziehen. Also das sind jetzt alles persönliche Erfahrungen, die ich da gerade mit reingestrickt habe. Und dann merken, wow, das hat das ermöglicht in dem Wohnbereich. Ich will das auch in anderen Bereichen. Können sich Menschen zunehmend organisieren und zunehmend dafür kämpfen, aus einer realen Erfahrung, die sie machen, sozusagen diese Formen von Vergesellschaftung weiterzutreiben und auch in anderen Bereichen einzufordern. Voll. Ich glaube, ich würde da nur irgendwie versuchen zu ergänzen, dass es irgendwie für mich immer total wichtig ist, wahrscheinlich auch sogar bevor man die Frage von Mitbestimmung und Demokratie irgendwie stellt, also habe ich immer das Gefühl, die Leute, also bevor sozusagen diese Frage kommt, dann müssen die Leute überhaupt auch erst merken, oder würde ich mir vorstellen, müsste ich zuerst erst merken, was es mir auch konkret bringt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, zum Beispiel das 9-Euro-Ticket hat das ganz gut deutlich gemacht, was ja irgendwie schon irgendwie so eine, vielleicht eine erste kleine Mini-Form war von Ausblick von, wie könnte öffentlicher Luxus aussehen, und zur gleichen Zeit, es war immer noch 9 Euro und es war immer noch sozusagen danach die Erfahrung, es gibt plötzlich eine günstige irgendwie Mobilität, die für alle zusteht, und zur gleichen Zeit hat man dann direkt gemerkt, die Bahnen sind völlig überfüllt, es war trotzdem alles viel zu spät, es war trotzdem alles irgendwie, hat vorne und hinten leider dann doch nicht so ganz funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, und aber dann sozusagen den Schritt zu machen und zu merken, okay, wenn wir trotzdem an dieser Erfahrung, die im Hier und Jetzt sozusagen gemacht wird, andocken können und aber dann sozusagen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und das Ziel ist dann in dem Fall eine kostenlose und bedingungslose und tatsächlich nicht nur funktionierende, so gerade funktionierende, sondern einfach gute Mobilität für alle, dann führt das halt irgendwie auch darüber hinaus, was eigentlich unter den gegenwärtigen Umständen realpolitisch quasi ermöglicht werden kann. Weil das halt sozusagen, sobald dann tatsächlich die Interessen von denen, die die Bahn eigentlich Tag für Tag nutzen, im Vordergrund gestellt werden würden, die Art, wie sie momentan verwaltet wird, eigentlich gar nicht mehr sozusagen funktionieren würde, sondern dann steht halt irgendwie ganz im Vordergrund, okay, Mobilität kann sozusagen nicht für alle auf einer individuellen Ebene garantiert werden, schon gar nicht ökologisch, wo die Antworten ist, im besten Fall alle private Teslas oder so, sondern halt nur im Öffentlichen, wenn alle irgendwie den Zugang irgendwie zu dieser öffentlichen und gut ausgebauten Superbahn haben im Prinzip. Genau. Und ich glaube sozusagen, dass sozusagen dieses im Kleinen und im Hier und Jetzt andocken und dann aber zur gleichen Zeit sozusagen das Ziel nicht aus den Augen dabei zu verlieren, worin dann sozusagen nochmal die Mitbestimmung von den Menschen auch nochmal ganz konkret eine andere sozusagen Bedeutung annimmt. Das ist, glaube ich, ja, ganz, ganz zentral. Die Superbahn. Ich freue mich drauf. Die Superbahn. Can't wait. Vielen Dank. Für mich ist durch eure Erläuterung gerade das nochmal sehr viel greifbarer geworden.
Gesellschaftstheoretisch finde ich es auch spannend, dass ihr quasi sagt, oder so habe ich euch zumindest gerade verstanden, die Wirkmacht, diese Transformation umzusetzen, als auch die Richtung zu halten, sind nicht so sehr einzelne Parteien, politische Führungskräfte oder juristische Niederschriften, sondern es liegt tatsächlich in der Masse der Menschen und dann nochmal konkreter in ihrer Erfahrung, quasi in dem Moment des Subjektwerdens als politische Subjekte, die sich dann auch dafür einsetzen und das quasi dadurch umsetzen, das finde ich. Spannenden Ansatz, vielleicht habe ich euch da auch falsch verstanden, dann, okay, ich sehe ein Winken, eine Zustimmung. Und ich habe gerade schon einmal auf die Zeit geluschert und habe dadurch gesehen, dass wir ein bisschen knapp dran sind. Ich würde tatsächlich jetzt sagen, wir gehen zu dem letzten Abschnitt. Ich hatte zur Demokratisierung noch ein, zwei Fragen, aber vielleicht ergeben die sich auch aus dem Publikum. Weil ich glaube, dass die Menschen in Koblenz als auch vielleicht Personen, die sich digital zugeschaltet haben, bestimmt noch genauso spannende, wenn nicht spannendere Fragen parat haben oder sich aufgeschrieben, als ich bisher habe. Deswegen, genau, gebe ich das Wort an euch für den letzten Teil, der heute aus dem Buch vorgelesen wird. Ich glaube, das war das, was am besten funktioniert hat. Okay, ja, dann lese ich noch einen letzten Teil vor und dann sind wir sehr gespannt auf die Diskussion. Auf dem Weg zum öffentlichen Luxus. Die notwendige Transformation macht vielen Menschen Angst. Entsprechend stark ist der Wunsch am Bekannten. Das war doch nicht das gute Mikro. Entsprechend stark ist der Wunsch am Bekannten, am vermeintlich sicheren festzuhalten. Solange die mit der anstehenden Transformation verbundenen Verteilungs- und Eigentumsfragen nicht adressiert werden, gehen viele, wie die, die gegen den Klimavolksentscheid in Berlin gestimmt haben, zu Recht davon aus, dass die Veränderungen auf ihre Kosten gehen werden. Sobald wir jedoch den notwendigen Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft als Teil einer größeren Transformation denken, die grundsätzlich verändert, wie und vor allem welchen Reichtum wir produzieren und wie wir ihn verteilen, dann kann sich diese Angst auflösen. Wir müssen aufhören, uns zu erzählen, dass wir alle verzichten müssen, während das so offensichtlich nur für diejenigen gilt, die von ihrem Lohn leben müssen, während der Champagner auf der Luxusjacht weiterfließt. Stattdessen lohnt es sich, für eine Transformation hin zu öffentlichem Luxus zu kämpfen, der gesellschaftlichen statt individuellen Reichtum schafft und allen ein gutes und freies Leben ermöglicht. Nur dann können wir die anstehenden Veränderungen voller Hoffnung angehen. Nur so wird Zukunft wieder zur Verheißung. Ich finde es auch interessant und das kommt auch noch mal mehr raus in dem Beitrag zu Gewerkschaften in eurem Buch. Ihr schreibt an der Stelle, wie und welchen Reichtum wir produzieren und verteilen, aber ihr schreibt dieses Produzieren an erster Stelle und das ist für mich auch ein Ansatz, den wo gerade ein Umdenken stattfindet und wo ich den Eindruck habe, dass öffentlicher Luxus auch dazu beiträgt und das auch mitdenkt zu sagen, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen und wenn wir mehr Gerechtigkeit und Solidarität erringen möchten, dann geht es nicht nur darum, die Güter, die wir haben, anders zu verteilen, sondern gemeinsam auch darüber zu bestimmen, wie wir diese Welt überhaupt bauen wollen, was und wie wir produzieren wollen. Das wollte ich noch einmal hervorheben, aus diesem sehr klassenkämpferischen Teil, der über Luxusjachten schreibt und Champagner und all das, all die Dekadenz des privaten Luxus. Ich würde dazu tendieren, auf leicht eine leichte Quotierung bei den Redebeiträgen zu achten. Also, dass wir nicht nur männlich gelesene Personen haben, sondern auch weibliche Personen. Genau, Sebastian schreibt für alle Personen, die digital dabei sind, dass ihr gerne die Hand heben könnt oder eure Fragen einfach in den Chat schreiben könnt. Ich würde hier ein Auge drauf haben auf die Personen, die digital was sagen möchten und würde euch beiden das für Koblenz zuschreiben. Und noch eine Frage, ich weiß nicht, wie es da gerade aussieht. Sollen wir immer so ein, zwei Fragen sammeln oder drei oder wollt ihr die Leute direkt rannehmen? Gerne Fragen sammeln. Okay.
Ich komme ja aus dem pädagogischen Bereich, therapeutisch-pädagogischen Bereich, und ich erlebe eigentlich auch an freien Schulen, wo ich gerade im Moment arbeite, dass diese Grundlage der Sozialsysteme in dem Familiensystem das im Moment nicht schaffen, dass eine Vermittlung bei den Kindern, die ja eigentlich unsere Zukunft später sind, oder eben die Menschen, die ja dann entscheiden sollen, wie sollen wir Gesellschaft gestalten, dass die Eltern es nicht schaffen, diese Freiheit und diese, also die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Nächsten beginnt, ne? Also die Disziplin auch in der Gesellschaft sich zurückzunehmen und innezuhalten und zu teilen, das ist zu 50% ist da so eine Laissez-faire-Erziehungsmethode, wie in den 70er Jahren war das, glaube ich, wo ich wirklich schockiert bin, weil ich denke, wenn diese Kinder unsere Gesellschaft gestalten später, dann werden wir das nicht schaffen, was wir hier gerade schön, also als Illusion haben. Das geht dann nicht. Wenn ich nicht fähig bin, als Kind zu teilen, weil meine Eltern mir das so nicht mitgeben auf den Weg. Also ich sehe da gerade im Moment, also bin sehr resigniert, weil ich eigentlich das vor 30 Jahren anders erlebt habe und bei meinen eigenen Kindern auch. Und sehe da gerade so ein bisschen eine schwarze Wand. Ich weiß nicht, wie ihr das so, also wie man das verändern kann oder wo man da ansetzt. Man muss dann eigentlich in den Kindergärten schon beginnen und bei den Eltern und bei den Hebammen schon anfangen, die zu stärken, weil die wären diejenigen, die eigentlich direkt schon von Grund auf etwas bewirken könnten, wenn es mehr gäbe davon. Also leider war ich jetzt gerade nicht da und habe nicht gehört, worauf du abgezielt hast, aber wahrscheinlich vor allen Dingen auf den öffentlichen Reichtum in Bezug auf Kinder. Ja? Familiensystem, ja. Also ich das Thema öffentlichen Reichtum, das hat mich jetzt total angesprochen, weil ich bin als ausgebildete Reggio-Pädagogin. Ich weiß nicht, sagt euch das Reggio-Pädagogik? Nein, es gibt also in Italien eine Stadt, Reggio Emilia heißt sie. Die hat nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sie gesagt, also das Allerwichtigste für uns, für unsere Stadt wird es sein, den Reichtum, den wir haben, vor allen Dingen in die Entwicklung unserer Kinder zu stecken. Und in dieser Stadt gibt es also ganz, ganz tolle pädagogische Einrichtungen, wo es vor allen Dingen darum geht, dass Kinder lernen, ihre Selbstwirksamkeit in die Gesellschaft einzubringen. Ja, das sind Künstler, die machen Veranstaltungen mit Kinder, für Kinder. Kinder werden überall mit einbezogen. Man sieht in der ganzen Stadt die Kinder als wirklich, also als ganz wichtiger Teil dieser Stadt. Und die Stadt finanziert wirklich viel, viel Geld da rein und sagt, das ist unser Wichtigstes. Ja? Und das versäumen wir hier. Also ich bin 45 Jahre in der Kindergartenarbeit gewesen. Ich habe gute Zeiten erlebt und habe auch sehr, sehr gute oder für mich auch sehr, sehr lebbare Konzepte mitgehabt, also offene Kindergartenarbeit und so. Aber seit 3 Jahren, seitdem ich nicht mehr arbeite, ist alles wieder den Bach runtergegangen, weil man nämlich wieder spart. Der Kinderarbeit. Und das ist unglaublich. Aber darum, genau darum spricht mich das so an, dass ich so sage, ja, der öffentliche Reichtum, der muss wieder in unser System, in unser soziales Leben und unser Miteinander zurückkommen. Ja, danke euch. Das fand ich sehr interessant heute Abend. Aber das Leben miteinander muss echt von unten angefangen werden. Wirklich. Das ist so. Ich würde vielleicht einmal darauf antworten und dann machen wir hier noch eine Frage und die Frage aus dem Zoom-Raum, ja? Okay. Ich würde das jetzt mal selbstkritisch aufnehmen, was ihr angebracht habt. Wir haben zwar unter anderem geschrieben, dass öffentlicher Luxus ein Recht auf hochwertige Versorgung in den Bereichen Wohnen, Energie, Gesundheit, Pflege, Care, Bildung, Mobilität, Ernährung, Kultur und Medien und digitale Infrastruktur bedeutet. Allerdings gibt es dazu weder einen Beitrag in unserem Sammelband, noch haben wir das großartig weiter ausgeführt. Und ich glaube, damit habt ihr ja schon einen Punkt getroffen, der jetzt sozusagen auch zu dem Raum passt, in dem wir gerade sind. Und ich würde mich freuen, sozusagen einmal über eine, weiß ich nicht, Beteiligung sozusagen an der Diskussion, die wir versuchen anzustoßen, sozusagen, was würde das ausbuchstabiert bedeuten? Öffentlicher Luxus im Bereich Bildung. Fände ich total toll. Und ich glaube, mit dem, was ich gesagt habe dazu, wie können wir sicherstellen, dass sowas wie ein Erfolg
von der Vergesellschaftung von Wohnraum auch garantiert bleibt, dass das mit Leben gefüllt wird, dass das mit Erfahrung gefüllt wird. Ich glaube, das ist eigentlich eine Form von Bildungsprozess, den Menschen da auch durchmachen würden, zu erfahren, wie gemeinsame Organisation von Leben funktioniert, die wir, glaube ich, leider alle wieder neu machen müssen und die wahrscheinlich, so wie du es gerade schilderst, vielleicht Kinder, die so erzogen werden, wie du das gerade berichtet hast, noch mehr machen müssen. Und ich glaube, insofern entspricht das total unserem Vorschlag zu sagen, es braucht viel mehr Investitionen, es braucht viel mehr Geld für Schulen, für Kindergärten, für auch andere Bildungseinrichtungen. Und gleichzeitig ist das noch eine Schwachstelle oder sozusagen ein nicht so stark beleuchteter Punkt in dem, was wir bisher geschrieben haben dazu. Dann machen wir jetzt eine zweite Fragerunde und ich glaube, wir fangen jetzt einmal an mit Jörg im Internet. Jörg hat sich als erstes gemeldet und dann gab es hier noch eine Frage und von dir noch eine Frage. Ich arbeite beim Jugendamt in Koblenz als Youth Worker und habe mich auch mit dem Begriff der Infrastruktur ein bisschen beschäftigt, weil im Kinder-Jugendbericht in Rheinland-Pfalz, im letzten Kinder-Jugendbericht wurden so die Jugendhäuser auch als soziale Infrastruktur begriffen, beziehungsweise deklariert, aber als ich habe mich dann gefragt, was das pädagogisch heißt, ne? Und jetzt nochmal so inspiriert jetzt auch so von öffentlichem Luxus. Ich finde den Begriff ein bisschen provokativ, aber das ist es ja auch, wenn wir zum Beispiel den öffentlichen Raum als Bildungsort begreifen. Also ich als jemand, der junge Menschen so im öffentlichen Raum auch aufsucht und mit denen da arbeitet, da geht es ja auch so immer auch darum, dass ich politische Bildung vor allen Dingen als Praxis begreife. Ja, und das ist da halt, das macht ja auch Infrastruktur aus, dass es um Anschlüsse geht, nicht nur und um Einflüsse. Anschlüsse, hier, dass Menschen Anschluss bekommen zu Entscheidungsprozessen, zu Räumen und so. Ne? Und da finde ich den Atmosphärenbegriff ganz wichtig aus sozialpädagogischer Sicht, der auch eher so aus der Ästhetik kommt, dass es eine gute Atmosphäre braucht dafür, dass sich jemand öffnet und dann auch Einfluss gewinnt. Ne? Und da finde ich das kann man auch so technisch ein bisschen begreifen, so wenn man das alles so relational halt sieht, dass es so Resonanzen, sagt ja der Hartmut Rosa, ne, dass da Resonanz entsteht. Ne? Und das finde ich so eine spannende Sache, so dass das dann auch als Luxus erlebt werden kann, hier, wenn Menschen sich als selbstwirksam und als vor allen Dingen auch als historisches Subjekt begreifen können. Das reicht jetzt. Danke dir. Ich habe nicht so eine klare Frage gehört, aber ich würde jetzt von den anderen noch sammeln und dann gucken wir mal, was wir dazu noch sagen wollen. Okay, dann machen wir bei dir weiter und dann geht das Mikro noch hier die Runde durch. Jo, ich habe einen Kommentar und eine Frage. Der Kommentar, also ich finde es irgendwie sehr intuitiv oder kann es sehr gut nachvollziehen, was ihr beschreibt und finde das erstrebenswert. Ich habe aber gleichzeitig noch nicht so, oder ich fühle es noch nicht so, oder ich habe es noch nicht so richtig erfahrbar erlebbar in meinem Bewusstsein. Das als Kommentar und als Frage würde mich interessieren, euer Konzept oder so wie ich es bisher verstanden habe, fokussiert sich ja sehr stark auf eine Privatisierung der Wirtschaft. Und mich würde interessieren, wie ihr nachdenkt, das wirklich. Und also meine Wahrnehmung ist, dass sie sehr stark über direkte Demokratie geht und quasi da eine Anlagung im politischen Raum vornimmt. Klar, mich würde es aber auch interessieren, ob ihr da gerade auch so mit Blick auf DWE, ob es noch irgendwie eine weitere Demokratisierung der Politik braucht und ob ihr da irgendwie drüber nachdenkt oder wie ihr drüber nachdenkt. Ja, hallo. Ich bin also leider Hausbesitzer und habe Eigentum und habe blöderweise das ganze Leben immer nur gearbeitet, habe 3 Kinder, eine eigene Firma gehabt, 30 Jahre lang, war also immer selbstständig und mir war immer unheimlich unangenehm, irgendwelche öffentlichen Mittel oder Gelder in Anspruch zu nehmen. Und habe, glaube ich, alles falsch gemacht. Also ich
immer nur für mein Alter selbst gesorgt und lebe auch leider ein bisschen von meinem Kapital quasi, von meinen Wohnungen. Und habe die auch vermietet, gut, auch an Flüchtlinge. Als die Flüchtlingswelle kam, habe ich denen auch versucht zu helfen. Und aus dem Iran waren da welche zum Beispiel. Und ja, habe eben gesagt, okay, die ist unheimlich schwer für die eine Wohnung zu finden, ja, und probier mal und so. Aber muss sagen, im Nachhinein oder auch jetzt auch immer, wenn ich meine Wohnung annonciere und über Immoscout und dann kommen Ukrainer, viele Ukrainer, die dann schreiben, ja, wir sind eine gebildete Familie aus der Ukraine, wir suchen eine Wohnung und ich komme mit meiner Tochter und mit meinen zwei kleinen Hunden und unten drunter steht dann noch, ja, also über die Bezahlung der Miete müssen Sie sich keine Gedanken machen, das übernimmt das Jobcenter. Also da muss ich mich wirklich fragen, als jemand, der sein ganzes Leben lang alles selbst bezahlt hat, Arbeitgeber war, mit immer gut gemeint hat, warum kommen die mit ihren zwei scheiß Pinscher da an? Also das hat für mich keinen Hintergrund, dass man sagt, ich bin bedürftig, bin in der Notlage, brauche dringend eine Wohnung. Also was jetzt die zwei Hunde da noch sollen, verstehe ich nicht. Also und ganz verstehe ich bei euch gar nicht den Begriff von Eigentum, euer Verhältnis zu Eigentum. Das müsst ihr mir noch ein bisschen auseinandersetzen. Man kann jetzt nicht einfach allen Menschen, also ich habe wirklich jeden Tag 12 Stunden Minimum gearbeitet, ne? Und das, was ich dann, wo ich gedacht habe, also es wird später mal eng, weiß ja jeder, mit der Rente, bei meinem Sohn steht es unten drunter immer, der hat eigentlich gar keinen schlechten Job, aber das steht unten drunter auf der Abrechnung von dem Arbeitgeber, steht drauf, denken Sie an Ihre Rentenversorgung, ja? Obwohl er eigentlich gar nicht schlecht verdient, ne? Ist natürlich ein Riesenproblem. Und so wie ich es gemacht habe vor 30, 40 Jahren, Kapital zu bilden quasi und meine Altersversorgung irgendwie abzusichern, ist heute natürlich nicht mehr so, das kann man nicht nochmal so wiederholen, das ist mir klar. Für meine Kinder ist es fast nicht möglich, nochmal den Weg zu gehen, jetzt ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu bauen und so weiter. Also den Weg, den ich gegangen bin, ist für die Generation jetzt tatsächlich, erscheint einem, finde ich, bei den Grundstückspreisen und so weiter, ist natürlich eine Hürde. Ne? Aber mein Hauptproblem ist, was ich bei euch nicht verstanden habe und was ich gerne erklärt haben möchte, ist, wie wollt ihr mit Eigentum umgehen? Man kann einfach nicht Leute, nur so eine Co-Bau oder so Wohnungsbaugesellschaften, das sind ja auch so viele Vermieter, so blöd Männer wie ich, die ihr ganzes Leben da nur gearbeitet haben und kapitalisiert haben und nie daran gedacht haben, jemals eine müde Mark. Ich war nie arbeitslos, ich war immer nur selbstständig, ich war nie krank, ich war einmal schlimm krank, habe 40 Fieber gehabt, war aber morgens auf der Baustelle und die Arbeit muss laufen. Also das müsste mir noch ein bisschen auseinandersetzen, wo es herkommt. Einmal die Frage oder die Anmerkung, es gab ja schon mal Commons oder Almenden, also so im 17. Jahrhundert. Damals wurden die abgeschafft mit der industriellen Revolution. Während dem Studium, ich studiere hier in der Hochschule, habe ich irgendwann mal den Satz gehört, ich weiß nicht genau von wem, von einer Persönlichkeit aus diesem Zeitalter, wenn es niemanden gehört, fühlt sich niemand verantwortlich, was dazu führt, dass die Menschen sich nicht mehr darum kümmern. Also wenn ganz vielen Menschen ein Gut gehört, dass sich dann niemand mehr verantwortlich fühlt, einfach, ja. Und wie kann man das hier verändern? Man kann sich natürlich irgendwie da Gedanken drum machen, aber trotzdem in den individuellen Situationen, wenn ich zu Hause auf Toilette sitze, dann sorge ich dafür, dass es sauber bleibt. Wenn ich irgendwo anders auf Toilette gehe, ist es mir nicht ganz so wichtig. Also so natürlich will ich dann
dass es aber am besten ist, dass es sauber bleibt, aber so darum, so, ja. Und nochmal eine Frage mehr. Diese ganze öffentliche Luxus, das ist ja, zumindest hatte ich jetzt das Gefühl, dass sehr auf Deutschland bezogen ist. Und wir sind ja die oberen 10% oder mehr noch, also oberen 5%. Und wie funktioniert es mit Europa, öffentlicher europäischer Luxus oder internationaler Luxus? Und habt ihr als Kommunia Verbindungen ins Ausland? Also so, gibt es eine internationale Kommune? Ich würde einmal kurz reinschneiden, weil wir sind mit der Zeit super weit fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen im Raum gibt, aber meine Tendenz wäre zu sagen, nach eurer Beantwortung der Fragen, was glaube ich einiges sein wird, schließen wir die Runde, weil wir mit Verspätung und allem gerade schon sehr spät dran sind. Wer es in Koblenz vor Ort geschafft hat und vor Ort ist und es schafft, euch noch zu cornern und ein paar Fragen zu stellen, dann geht das natürlich. Ja, das waren jetzt super viele Fragen, die auch in unterschiedliche Richtungen gingen. Ich finde es ganz schwierig, das jetzt auf einmal zu beantworten. Eins nach dem anderen. Das probieren wir eins nach dem anderen. Ich fand den Beitrag von Jörg total spannend, habe aber keine ganz konkrete Frage gehört, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so vertieft drauf eingehen. Fand es aber eine total tolle Ergänzung eigentlich nochmal. Und ja, der Begriff ist auch als Provokation gemeint, das ist richtig angekommen. Aber er hat dich anscheinend auch zum Denken angeregt, sozusagen sich zu fragen, wie könnte, was ist daran luxuriös, wenn es eine gute Atmosphäre entsteht zum Lernen und für Bildung. Fand ich auch ganz fantastisch. Dann fange ich, ich probiere jetzt mal hier anzufangen. Ja, also wir haben in diesem Buch nicht darüber gesprochen, wir haben dazu angefangen, ein Kapitel zu schreiben und das dann wieder rausgenommen, wie das Ganze jetzt politisch umsetzbar wäre oder was wir uns dazu für Gedanken machen. Klar ist, gerade sind die politischen Machtverhältnisse nicht so, dass sich das irgendwie morgen umsetzen lässt oder das zumindest in greifbarer Nähe ist. Ich glaube, wir arbeiten mit dem Buch auf einer Ebene von Narrativen und auf der, glaube ich, kann sich damit was bewegen. Das ist aber nur eine von verschiedenen Ebenen, glaube ich, wo sich sehr viel tun muss. Und ich habe das Gefühl, da ist es leicht anzufangen in gewisser Weise. Konkret ist es an verschiedenen, also ist es sozusagen an lokalen Orten, glaube ich, auch möglich, solche Projekte zu starten, die Vorbildfunktionen haben können und die sozusagen inspirieren können. Deutsche Wohnen und Eignen ist eins davon. Dafür haben sich jetzt in anderen, also in Nordrhein-Westfalen hat sich RWE Enteignen gegründet, um sozusagen die Frage der Energieversorgung anzugehen. Und in Marburg-Gießen gibt es ein Uniklinikum, das einzige, das privatisiert worden ist in Deutschland. Da gibt es auch eine Initiative, die das wieder rekommunalisieren bzw. vergesellschaften möchte. Und insofern gibt es, glaube ich, schon, aber sehr lokal, das hast du richtig gesagt, und direktdemokratische Initiativen, die sich sozusagen in diese Richtung bewegen. Und die große Frage wäre, wie könnte das auf Bundesebene gehen? Da gibt es gerade keine Parteien, die unser Programm direkt unterstützen würde. Ich glaube, die Linkspartei ist dafür gewinnbar. Gleichzeitig wahrscheinlich nicht mehr lange im Bundestag. Mit der Situation müssen wir umgehen, genauso wie alle anderen, die sozusagen progressive Vorschläge machen, dass es hier gerade schwierig ist. Es interessieren sich auch Leute bei den Grünen für das, was wir vorschlagen, gleichzeitig eher nicht diejenigen, die jetzt an der Regierung aktiv teilhaben. Allerdings gab es auch vor ein paar Tagen große Proteste gegen eine Bewegung und Partei, die in den letzten 10, 15 Jahren sehr groß geworden ist, was vor 20 Jahren auch niemand so erwartet hat. Das war eine langsame Entwicklung, die oft unterschätzt worden ist und ich glaube nicht, dass wir uns daran orientieren wollen, aber es zeigt auch, dass es Möglichkeiten gibt, über eine längere Zeit langsam Dinge aufzubauen und dann auch wieder eine Verankerung im Parteiensystem zu erreichen. Ob das über die Linkspartei oder über eine andere der bestehenden Parteien oder eine neue Partei ist, ist, glaube ich, offen. Aber darauf haben wir jetzt nicht die finale Antwort.
Und insofern richtet sich das Buch aber auch, genau, also nicht nur an soziale Bewegungen oder so, sondern auch ganz konkret direkt an Parteien, weil ich glaube, es ist irgendwie zum Beispiel jetzt irgendwie für die Linke ganz deutlich geworden, dass sozusagen mit der Politik, die sie in den letzten Jahren gefahren ist, natürlich auch mit dazu irgendwie geführt hat, zur Lage, in der die Linke sich gerade jetzt befindet. Und ich glaube, man kann aber auch ganz gut an anderen Erfolgsbeispielen, wie zum Beispiel jetzt der KPÖ in Graz zum Beispiel sehen, dass ihr Erfolg zum Teil jedenfalls oder zu einem großen Teil ganz konkret sozusagen anhand von einem ganz irgendwie von der Ausweitung von der Daseinsvorsorge und ganz konkret sozusagen an den Sorgen und Menschen sozusagen da angedockt hat und dass das auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie so einen Erfolg hat. Und ich glaube sozusagen, genau, also insofern ist das schon auch irgendwie so ein bisschen sowohl vom Inhalt als auch vielleicht auch ein Ticken von der Ästhetik auch etwas, wo wir hoffen, dass die Parteien vielleicht auch etwas davon übernehmen könnten. Dann gab es jetzt noch zwei Fragen. Dann machen wir mal bei dieser Frage weiter von dir. Ich glaube, ich habe das Gefühl, du hast ganz viel danach gefragt, welche Form von Anerkennung für deine Lebensleistung du bekommst, wenn sie sozusagen nicht in Form von Eigentum und Absicherung besteht. Ja. Was nicht erarbeitet wurde. Ja. Ich sage noch mal kurz, wir wollen Einzelpersonen, die ein paar Wohnungen besitzen, jetzt nicht enteignen. Das ist gar nicht das Programm, sondern es geht uns sozusagen um die größeren Strukturen. Es geht vor allem um die Finanzialisierten. Das ist ein Kapitel, da haben wir jetzt nicht draus vorgelesen, um die finanzialisierten Strukturen, da wo Konzerne Einfluss nehmen, da wo Konzerne über unsere Daseinsvorsorge bestimmen. Und das sind die Bereiche, auf die wir uns fokussieren wollen, bei denen es uns darum geht, das wieder in öffentliche Hand zu überführen. Und dann hoffen wir, dass wir sozusagen eine Altersvorsorge auch sicherstellen können für deinen Sohn, der zwar gut verdient, aber trotzdem wohl nicht genug Rente bekommen wird, so wie wir alle, die dann wieder gesichert ist, dass sozusagen für ihn nicht die Notwendigkeit besteht, auch wieder Kapital aufzubauen, sondern es eine kollektive Form von Absicherung gibt. Gleichzeitig glaube ich nicht, ich glaube, dass naja, das, was du erarbeitet hast, das wird ja immer noch von Leuten erarbeitet. Das heißt, es ist sozusagen, es wird erarbeitet, es wird nur anders verteilt. Nee, es gibt ja kein böses Kapital, habe ich gar nicht gesagt. Das Kapital gibt es immer noch, das ist dann nur ein geteiltes Kapital und ein anders verteiltes Kapital. Genau, okay. Ich habe gehört, wir müssen noch weitermachen. Du kriegst noch eine kurze Antwort. Soll ich die auch geben? Gut. Wir glauben an das gute Menschen. Nein, das ist eine kurze Antwort. Dass die Tragik der Allmende, dass sich sozusagen niemand drum kümmert und es alle sozusagen nur nutzen und sich aber nicht darum kümmern wollen, wenn es allen gehört. Ich glaube, da ist was dran und ich glaube sozusagen, dass wenn man das spontan schnell einführen würde und sagen würde, so, es gibt jetzt XYZ umsonst, dass das sein könnte, dass das viel benutzt wird und sich wenig drum gekümmert wird. Auch da, und das ist, glaube ich, das, was vorhin angesprochen wurde, geht es darum, dass wir da etwas lernen müssen, wie wir gemeinsam mit Dingen umgehen. Ich glaube, es gibt auch Studien dazu, dass das funktioniert, Commons gut zu bewirtschaften und sich darum zu kümmern, wenn es dafür eine Erfahrung, Regeln und eine Gewohnheit dazu gibt. Und ich glaube, dass die entstehen kann. Das ist auch das, was ich vorhin meinte in Bezug auf deutsche Wohnen enteignen. Es kann sein, dass es sozusagen eine Enteignung gibt und alle nehmen das for granted, dass es das jetzt irgendwie für günstig gibt und niemand kümmert sich darum. Oder es gibt sozusagen eine Entwicklung, in der Menschen feststellen, ah wow, wir können gemeinsam etwas gestalten, wir können uns gemeinsam darum kümmern und dann wird es auch toll. Und dann, glaube ich, gibt es aber eher auch eine Form von Verantwortungsübernahme für das Geteilte, weil es eine Erfahrung und ein Erleben davon gibt, dass das sozusagen dann nicht den Bach runtergeht, sondern dass es sozusagen auch etwas zurückgibt und zwar eigentlich viel mehr, als wenn man sich nur um die eigene Toilette kümmert. Vielen Dank euch. Wie schön. Ich habe sehr gerne euren Antworten und auch den sehr, sehr interessanten Fragen und Kommentaren zugehört. Am Ende schien mir auch noch eine andere Freiheit durch oder eine Freiheit, die ihr auch schon mitgemeint habt, die Freiheit, sinnvoll tätig sein zu können, also kollektiv wirklich eine gute Welt zu gestalten.
Und vielen Dank an Sebastian für die Orga und vielen Dank für euch alle, an euch alle, dass ihr dabei wart und euch für öffentlichen Luxus interessiert und ihn hoffentlich mit uns allen lebendig werden lasst. Danke auch von uns. Danke, Ramona, für die tolle Moderation. Schade, dass du nicht hier sein konntest. Ja, dann noch einen schönen Abend euch dort in Koblenz. Ich steige jetzt lieber aus, bevor ich ganz zu traurig bin, dass ich nicht bei euch dabei sein kann. Macht's gut. Tschüss.